begrüße euch ganz, ganz herzlich zu diesem Abend mit wundervoller Musik. Klezmermusik hat ja ihren Ursprung in der jüdischen Musikkultur der europäischen Juden im Mittelalter. Durch ganz viele Auswanderungswellen und Shoah sind die Juden ausgewandert in osteuropäische Länder, haben dort andere Kulturen kennengelernt und diese musikalischen Elemente und auch sprachlichen Elemente dieser Kulturen mit in ihre Musik eingebaut. Deshalb klingt diese Musik für uns Europäer mitunter etwas eigenartig, aber nichtsdestotrotz interessant. Ich möchte nur noch auf eins hinweisen, was Klezmermusik für uns, die wir musikalisch anders geprägt sind, interessant macht. Zum einen gibt es Spieltechniken für Klarinette, für Geige, die Melodien anhören lässt, als würden sie seufzen, schluchzen, weinen. Das ist so etwas Typisches für Klezmermusik. Klezmermusik verwendet auch ganz viele Verzierungen bei Melodien, verwendet Tonarten, die ganz bestimmte Gefühle ausdrücken. Bei uns kennt man so Dur-Molltonart. Molltonart weiß man, das klingt, da klingen die Lieder immer etwas traurig. Dur ist eher fröhlich, lustig. Und Klezmer hat viele Tonarten verwendet, die in unserer Musik nicht zu Hause sind. Nichtsdestotrotz ist ganz, ganz wichtig für einen Klezmerin, wie er diese Musik präsentiert. Und wir haben hier drei heute Abend, die uns zeigen, was man aus diesen musikalischen Elementen alles machen kann. Ich wünsche Ihnen dabei ganz, ganz viel Vergnügen und euch viel Spaß bei dem heutigen Abend. Thank you.
sozusagen gelebt. Und man kann sagen, Klezmer ist so wie eine kleine Lebenshilfe. Freude oder Schmerz, Glück oder Last, Humor oder Trübsinn, Schwermut oder Hoffnung, alle Facetten des Lebens werden in der Klezmer-Musik angesprochen. Aber jetzt möchte ich zuerst alle begrüßen, auch im Namen von Brigitte und Heinz. Ja, wir haben ganz kurzfristig unseren alten Freund Heinz Speck zu diesem Konzert eingeladen. Und ich hoffe, dass er auch ein bisschen Spaß dran hat und nicht nur Stress. Ja, zu unserer Klezmer-Musik. Klezmer wurde vor allem auf Hochzeiten gespielt. Eine Hochzeit ohne Klezmer-Musik war eigentlich gar nicht möglich. Giora Weidmann hat in seinem Buch erzählt, sein Vater wäre ein Jahr im Voraus immer total ausgebucht gewesen. Und das in Argentinien. Die Brautleute mussten ihre Hochzeit immer nach seinem freien Termin planen. Jetzt spielen wir ein kleines Hochzeitspotpourri. Und das erste Stück heißt The Wedding Waltz. Und das zweite Halleluja. Und das dritte Urizion. Thank you.
jetzt ein Stück, das mehr zum Ende hin der Hochzeit gespielt wurde. Und zwar wurden mit diesem Stück die Schwiegereltern halt für. Das heißt, ja, das heißt auch, wir möchten den erheim, das heißt, so viel wie die Schwiegereltern werden heimführen mit diesem Stück. Und das könnt ihr euch vielleicht ein bisschen vorstellen, so nach richtig ein paar Tage feiern, wie das dann ausgeht.
Jetzt spielen wir ein Stück, das heißt Adam. Und das ist ein Lied und es wurde nach einem Text von einer 14-jährigen Israelin geschrieben. Und die Melodie hat die Irit Gabrieli geschrieben. Kennt vielleicht die Fachleute, die Klezmer-Liebhaber kennen die vielleicht. Das ist eine ganz bekannte Klarinettistin, die gibt auch ganz viele Konzerte in Deutschland. Sie lebt auch hier. Und der Titel von den Konzerten ist Kirche trifft Synagoge. Und das zweite Stück ist wieder ein Hochzeitstanz. Der heißt Mazel Tov. Und der soll dem Brautpaar einfach Glück bringen. Aber jetzt zuerst das Lied vom Adam. Thank you.
drüber. Jetzt spielen wir zwei Stücke mit dem Titel The Sound of Safed. Und der zweite ist Nitorin. Safed, das ist eine Stadt mit sehr vielen frommen Juden in Israel. Und die heißen ja Chassidims. Und bestimmt liegt von ihren Gesängen ein ganz besonderer Klang in der Luft. Das ist der Klang von Safed. Ganz viele Stücke, die wir heute Abend spielen, kennen Sie vielleicht, wenn Sie Jorga Weidmann kennen, kennen Sie auch die Stücke. Etliche Stücke spielen wir von dem. Weidmann hat ja die Klezmer-Musik wieder bekannt gemacht, kann man schon sagen. Also die Klezmer-Kultur wieder mit seinen vielen CDs, die er aufgenommen hat, bereichert und auch gerettet, zumindest für Deutschland. Ja, das waren also die beiden Stücke. Jetzt kommen die beiden Stücke, Sound of Safed und Nitorin. Thank you.
folgt jetzt eine Scher. Das ist ein Paartanz, ähnlich amerikanisch als Querdance oder russische Quadrille, wo man dann so durcheinander hupft. Die Ursprünge zu diesem Namen Scher oder Scherle, also wir spielen jetzt Scherle, heißt es, vielleicht heißt es eine kleine Scher, aber man ist sich da nicht so richtig schlüssig. Vielleicht steht der Name im Zusammenhang mit dem Brauch, dass der Braut die Haare abgeschnitten werden wurden bei der Hochzeit. Ja. Oder vielleicht ist es der Tanz der Barbiere, kann auch sein, oder der Schneider. Also irgendwas mit Scher könnte es zu tun haben, mit einer Scher. Aber wir machen es jetzt einfach so, dass wir zwei Versionen spielen, eine traurige und eine fröhliche. Also die traurige spiele ich dann voraus, weil sie die Haare schneiden können. Nach der kleinen Klavermitte, jetzt die Oma aller Klavermitten. Und damit spielen wir ein Stück, das heißt Rotschinkes mit Mandeln. Und das ist ein Lied von einer Oma, die ihre Enkel mit Rotschinkes
Szenen an den Fühlern. Yeah.
Also. Thank you.
wurden immer wieder durch Pogrome vertrieben. So kamen sie auch nach China, Afrika, überall hin, sogar nach Argentinien, wo eine sehr große Gemeinde entstand unter Chiora Palma. Da ist zum Beispiel in Argentinien geboren. Und hier machte Klezmer Bekanntschaft mit dem Tango, wie bei dem folgenden Titel, On Summer's Day. Thank you.
es gibt noch viel mehr. Und zwar ist der Trick drin, dass da plötzlich eineinhalb Töne Abstände sind. Bei uns gibt es ja nur einen Ton oder einen halben Ton Abstand. Und dort in der Tonleitung gibt es ab und zu eineinhalb Töne. Und das macht es so unfarbiger. Jetzt machen wir den Araber-Tanz. Thank you.
So, jetzt machen wir wieder ganz traditionelle Klezmer-Musik. Und zwar drei Stücke zusammen. Wieder so ein bisschen Hochzeitspotpourri. Das erste, das heißt beim Rebensidee. Einfach ein Lied über einen Rabbi. Und das zweite, das heißt Lehai Einainu, das ist wahrscheinlich Hebräisch, oder also ich konnte es nicht übersetzen. Und dann haben wir noch, aber das Lehai Einainu, das ist also ein Stück, wo jeder Klezmerin spielen kann, was er will. Und das dritte Stück, das ist jetzt keine normale Hochzeit, sondern eine goldene Hochzeit. Zu einer goldenen Hochzeit. Die goldene Kerze. Hochzeit heißt Kerze. Thank you.
nächste Stück, das heißt Tate's Freilach. Tate ist wahrscheinlich der Name. Und Freilach heißt einfach fröhlich. Schönes, fröhliches Stück. Thank you.
Stück, das heißt eigentlich Old Klezmer, aber es ist ein neueres Stück. Aber so im alten Stil, mit viel Rubato, langsam, schneller. Thank you.
machen wir noch ein Lied. Könnt ihr auch mitsingen, wenn ihr das könnt. Und als der Rebbe singt oder lacht oder trinkt oder irgendwas macht, dann singen oder lachen oder spielen alle, was sie denken. Also es soll einfach ein Lied sein über die Vorbildfunktion des Rabbi und über seine Anhänger, die Chassidim, die ihm immer treu ergeben sind, was der Rebbe macht, machen alle Chassidim, Gläubige. Wenn Sie den Text kennen, wissen Sie, dass es ganz schön lustig ist. Thank you.
Euch danke ich dafür, dass ihr einen Beitrag dazu geleistet habt, mit dem, was ihr uns heute Abend so Schönes geboten habt. Die drei spielen hier ohne Gage. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Sie als Publikum dürfen gerne eine Spende in unser Körbchen hinten ablegen. Es kommt eins zu eins unserem Projekt zugute, von dem ich gerade eben berichtet habe, an dem wir weiterarbeiten wollen und das uns ganz, ganz wichtig ist, auch gerade im Hinblick auf die jungen Menschen, die dort eine Bleibe haben sollen. Sie sehen tagtäglich, wie es anders auch laufen kann, und es ist ein Anliegen, dort zu arbeiten und dort das Einkommen zu sichern für die Menschen, die dort zu Hause sind. Wir können uns nur mit einem symbolischen Geschenk bei euch bedanken, und das möchte ich jetzt auch tun. Für Sie, Frau Westers, haben wir eine afrikanische Tänzerin ausgesucht. Tänzerinnen sind ja immer zugange, wenn Dinge Feste laufen in Afrika, ja ganz groß. Wir hatten die Hoffnung, dass wir diese Barrage-Einweihung feiern können mit unseren afrikanischen Freunden. Da wären sicher ganz viele solcher Tänzerinnen vor Ort gewesen. Vielleicht findet es in einem Jahr statt. Ihnen möchten wir das gerne als Erinnerung für diesen Abend und für Ihren Beitrag für dieses Projekt schenken. Immer noch zugange mit diesen schweren Kübeln, für dich auch als Erinnerung, als Dankeschön für all das, was du über diesen Abend hinaus für unseren Verein anspielst. Er ist ja immer wieder zugange auf Wochenmärkten und eine kleine Erinnerung. Geschenk, eine Korbträgerin, eine afrikanische Dame, die, ja, wenn es klappt, vielleicht irgendwann hier oben Früchte drin hat, mit denen sie zum Markt gehen kann und verkaufen kann. Vielen Dank.
Amen.